Moin, heute habe ich wieder ein ganz wundervolles Video für dich und für deine Seele, denn es geht um Motivation. Wir wollen uns einfach mal anschauen, welche Motivation gerade für dich die richtige ist. Denn es kann sein, dass du gerade an einem Wendepunkt in deinem Leben bist, dass du deinen Seelenpartner finden möchtest oder eben auch deine Seelenaufgabe, dass du vielleicht mitten in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess bist oder mehr Erfolg haben möchtest, was es auch immer ist, aber irgendwie fehlt die richtige Motivation. Oder du weißt gar nicht genau, ist das eigentlich die richtige Motivation, mit der ich unterwegs bin. All das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in dem Video. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja. Die richtige Motivation finden ist nicht so einfach. Manchmal denkt man, oh, ich würde mich so gerne motivieren, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Oder du motivierst dich eine Zeit lang und bist völlig verausgabt, weil du einfach die falsche Motivation für dich gewählt hast. Und lass uns mal anschauen, was es eigentlich für Arten von Motivation gibt. Zum einen gibt es diese typische Motivation aus dem Schmerz heraus. Du kannst es einfach nicht mehr tragen und irgendwie musst du da raus und du gehst in deine Action und bist motiviert, wirklich diese Situation zu verlassen, in der du bist, um eben in eine neue Situation zu gehen, die dir letztendlich besser tut. Das ist also die Motivation aus der Angst heraus, aus dem Schmerz heraus, was, glaube ich, die meisten Menschen für sich als Motivation nutzen. Gar nicht mal so bewusst, aber unbewusst, weil sie einfach sagen, mir reicht's, ich will da raus. Und auch diese Wut, die man dann hat, letztendlich ist das natürlich auch ein unglaublicher Antriebsmotor sozusagen. Das ist eine unheimliche Power, die du dann hast. Dann gibt es wiederum die Motivation, dass du eine Vision hast, dass du etwas unbedingt erreichen möchtest. Aber das kann auch schon im Kleinen sein, dass du einfach sagst, ich will unbedingt diese Schuhe haben oder ich will dieses Auto haben oder ich will in diesen Urlaub fahren oder was es auch immer ist, wo du einfach da eine ganz bestimmte Begierde hast, wo du echt motiviert bist, das zu erreichen. Und das kann durchaus auch sein, dass du schon diese Motivationsenergie für dich nutzt, wenn es um deinen Seelenpartner geht, dass du echt sagst, boah, den will ich unbedingt erreichen. Und das Spannende ist ja auch, habe ich ja schon oft drüber gesprochen bei den Seelen, dass sie uns diesen Leckerbissen vorwerfen, damit wir endlich motiviert sind, in unsere Selbstfindung zu gehen. Denn der Seelenpartner, genauso wie die Seelenaufgabe, ist ja auch der Weg zu dir. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch verschiedene Levels von Motivation, wo es zum Beispiel darum geht, ich zeig's denen, ne? Also dir zeige ich es, dass ich das schaffe, dass ich das kann. Da ist eine mega Power hinter. Und ich habe zum Beispiel diese Motivation genutzt, als ich mich damals beworben habe für die Armgardstraße. Das war ja so die angesagteste Adresse für Fashion und Grafikdesign in Deutschland. Und als ich mich entschieden hatte, das zu studieren, musstest du erstmal eine Mappe kreieren, um überhaupt aufgenommen zu der Aufnahmeprüfung und all diese ganzen Sachen. Und ich weiß noch, ich bin zur Mappenberatung damals gegangen. Und damals war ich noch ein bisschen anders drauf. Das war so, ach ja, klar, ich war noch jung und war noch ein bisschen so, ja, das Leben steht offen, was mache ich denn jetzt genau? Aber irgendwie ging es schon in die grafische Richtung, aber auch Fashion und diese ganzen Sachen. Und ich bin halt dann zur Mappenberatung gegangen, das hatten die damals angeboten. Ich habe mal eben ein paar Zeichnungen zusammengesammelt und habe das Sammelsurium einfach mal der wirklich ganz tollen Professorin vorgelegt. Damals fand ich sie kacke, weil sie einfach irgendwie so blöd reagiert hat, aber dann haben wir uns ausgesprochen. Das ist eine ganz, ganz wundervolle Professorin, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Und ich weiß nicht, ich habe mein Sammelsurium ausgebreitet und gezeigt und sie sagte einfach zu mir, Annette, das wird nicht reichen, weil hier befindest du dich oder das ist eine Schule, wo wirklich auch die Elite ausgesucht wird, was Grafikdesign und Fashion ausmacht und da wirst du mit deiner Mappe leider nicht angenommen werden, also mit dem, was du mir jetzt hier gezeigt hast. Und ich weiß noch, was für eine Wut in mir aufstieg und da kam diese Motivationsenergie, dass sie sagte, dir zeige ich es natürlich nicht laut, sondern das war in mir drin, als ich die Sachen zusammensammelte und dann habe ich aber vor allen Dingen, ich hatte nur noch einen Monat Zeit, um die Mappe abzugeben. Also war diese Motivationsenergie da, dir zeige ich es. Und ich habe damals in der Nähe von Blankenese gewohnt und habe wirklich da alle an der Kunstschule Blankenese alle Kurse gebucht, die ich buchen konnte am Wochenende. Und die haben immer gesagt, nein, das geht nicht, du musst dich ein Jahr vorbereiten. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Zeit, das muss jetzt funktionieren. Ich werde an der Armgardstraße angenommen. Das ist jetzt mein Ziel, das ist meine Vision, das ist meine Power, den zeige ich es, dass ich es auch so kann und nicht in irgendein System muss, wo man irgendwie was machen muss. Und was soll ich dir sagen?
Es hat funktioniert. Ich bin aufgenommen worden. Es hat keiner verstanden eigentlich. Wie kann das sein, dass du dich nur einen Monat vorbereitet hast und jetzt schon aufgenommen wirst und jetzt sofort losstudieren kannst? Und was soll ich sagen? Ich habe letztendlich das Studium auch mit 1 abgeschlossen, mit sehr gut. Es war einfach mega. Diese Energie verbirgt aber eine gewisse Gefahr, denn da passiert energetisch ja auch etwas ganz Bestimmtes. Das heißt, dass du dich mit dieser Motivationsenergie separierst. Das heißt, ich gegen die anderen. Das kannst du mal kurz für dich nutzen und da ist sie wirklich mega powerful, aber dann geh wieder raus da. Geh wieder raus aus dieser Energie, weil du willst ja letztendlich nicht separiert sein, sondern du möchtest ja letztendlich sage ich mal, dazu zu gehören, in Anführungsstrichen, du möchtest ja nicht dich abspalten, sondern du möchtest ja in Harmonie und in Liebe leben und wie gesagt, da bringt dich natürlich die Energie nicht weiter, wenn du sagst immer, ich gegen euch. So, dann gibt es noch ein anderes Level, das ist die Motivation, dass du etwas für andere tust. Auch eine tolle Motivation, etwas für andere zu tun, aber da ist eine gewisse Gefahr. Und das machen eben viele, die sich im Seelenpartner-Dualseelenprozess befinden, dass sie zu sehr für den Seelenpartner etwas tun. Da fängst du nämlich an, dich zu verbiegen. Da fängst du an, nicht mehr deine Wahrheit zu leben, sondern letztendlich, dass du willst ja etwas mit dieser, sag ich mal, Motivationsenergie erreichen, nämlich, dass die anderen dich lieben. Da gibt es wieder so eine gewisse Lücke, die du irgendwie auch füllen möchtest, obwohl diese Motivationsenergie, sage ich mal, recht vielseitig auch zu betrachten gilt. Da gibt es nicht nur das eine oder das andere oder schwarz oder weiß, das weißt du, sondern da geht es eben darum zu gucken, warum machst du das für andere? Warum ist sowieso immer ein ganz, ganz wichtiger Indikator in dem, was du tust. Also, wenn du jetzt diese Motivationsenergie nutzt, etwas für andere zu tun, was ist es denn? Also, wenn es wirklich so ist, um da jetzt die Aufmerksamkeit zu bekommen oder die Liebe zu bekommen, dann würde ich diese Energie dafür nicht nutzen. Natürlich vielleicht mal eine Zeit lang etwas für jemanden zu machen, der dir ganz, ganz, ganz doll am Herzen liegt. Wunderbar, auch da wieder, mach es nicht, geh wieder raus, wenn nach einer gewissen Zeit, weil das Problem bei dieser Energie ist, dass du dich völlig verausgabst, dass du dich verlierst da drin, dass du nicht mehr, sage ich mal, du selbst sein bist und das kann letztendlich zu einem Burnout führen. Und das passiert sehr, sehr vielen, dass sie ihre Motivationsenergie nutzen, um anderen einen Gefallen zu tun, um es anderen recht zu machen, um für andere etwas zu tun. Wenn du jetzt natürlich das betrachtest, was deine Seelenaufgabe geht, da tust du ja auch etwas für andere. Das ist natürlich auch eine mega geile Motivation. Aber da ist es nie einseitig. Und das ist das Interessante, sondern es ist immer ein Win-Win. Seelenaufgaben ist immer ein Win-Win. Du gibst ganz viel Gutes, du teilst ganz viel Gutes, aber du bekommst auch ganz viel Gutes zurück. Das ist nie einseitig. Denn das Spannende ist, je mehr du da auch gibst, desto mehr bekommst du. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Energie als dieses Ich bin motiviert, um den anderen etwas Gutes zu tun, immer den anderen etwas Gutes zu tun. Es ist genauso, wenn du dich für irgendwas einsetzt, um auch für die Umwelt oder für sonst was, dann tust du es auch für die anderen, aber letztendlich auch für dich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es nie einseitig ist. Also wenn du in dieser Energie bist, in dieser Motivationsenergie, guck für dich einfach, soll ich jetzt mal wieder rausgehen, wieder in meine Energie kommen, damit ich da wieder kraftvoll und stark bin? Ist völlig okay, wie gesagt, wenn man es eine Zeit lang macht, aber bitte nicht auf Dauer, weil dann kriegst du einen Burnout. Weil dann bist du nicht mehr deiner Energie, du hast dich dann völlig verloren. Und das ist ja letztendlich auch beim Burnout. Also, connecte dich wieder mit dir selbst sozusagen und guck einfach, welche, wenn du Motivation brauchst, welche Motivationsenergie möchtest du jetzt anstatt dessen für dich wählen, weil das kannst du jederzeit für dich letztendlich bestimmen. Und das ist ja das Tolle, wenn du es bewusst machst. Wenn du ganz bewusst damit umgehst und sagst, in welcher Motivationsenergie bin ich gerade? Geil, gerade, mega Power, aber okay, jetzt wieder raus, jetzt suche ich mir wieder eine andere Energie. Und jetzt komme ich zu einer Energie, die ich mega, mega, mega cool finde. Eine Motivationsenergie, die ich dir nur ans Herz legen kann, weil die coolste überhaupt ist. Die ist so wundervoll, die ist so kraftvoll. Das ist nämlich, wenn du das Calling deiner Seele bekommen hast. Weil da passiert etwas. Weil dieses Calling von deiner Seele zu bekommen,
ist eine Motivationsenergie, die dich eins werden lässt, eins mit dir und mit deiner Seele, wo du in deiner Mitte bist, wo du ankommst bei dir. Und da verausgabst du dich nicht in dem Sinne, dass du dich verlierst oder dass du gegen die anderen bist, sondern da geht es darum, eins zu sein. Eins zu sein mit dem Ganzen, mit dem Universum, mit dir, mit deinem Leben. Ja zu sagen zu deinem Leben, ja zu sagen zu dir. Und du wirst merken, was dann für Wunder passieren. Das Spannende bei dieser Motivationsenergie ist allerdings, dass du manchmal nicht genau weißt, wo das hinführt und du denkst so, wow, ist das völlig crazy, weil deine Seele ist deine innere Weisheit, die weiß ja schon viel mehr als du und du hast manchmal als Mensch noch gar keine Ahnung, wo das hinführt. Und das war ja bei mir damals, als ich mein Calling bekommen habe, 2007. Als ich dann nach Kapstadt gegangen bin, ich wusste nicht, ich hatte keine Ahnung, was daraus wird, aber ich wusste es. Und das ist das Spannende bei dieser Energie. Du weißt es innerlich. Du hast keine Ahnung, ob das, wohin das führt oder wie auch immer. Und auch nicht unbedingt die Gesellschaft ist dann da auf deiner Seite. Und dein Verstand wird wahrscheinlich auch rebellieren und sagen, oh Gott, was machst du denn da jetzt? Lass es lieber bleiben. Aber das ist dieses Wissen, diese innere Weisheit in dir, die weiß, dass du das machen musst. Und das war bei mir damals genauso, als ich nach Kapstadt gegangen bin, um mich selbst zu finden. Um herauszufinden, warum bin ich auf dieser Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist meine Seelenaufgabe? All diese ganzen Sachen mit diesem riesen Gepäck an Fragen bin ich ja losgezogen damals und raus aus meiner gewohnten Umgebung, raus aus meiner Karriere, raus aus meinem Erfolg, raus aus meinem Mega-Loft und was ich alles hatte, was niemand verstanden hat, wo sie alle gesagt haben, Annette, du kannst doch nicht alles hinschmeißen so. Und ich habe gesagt, ich weiß, ich muss es tun. Das war dieses innere Wissen und das hast du, wenn es dein Calling ist. Und das kann eben auf unterschiedlichsten Art und Weisen sein. Das ist genauso, wenn du dein Calling bekommst, auch für deinen Seelenpartner. Dann weißt du es. Es ist diese innere Weisheit und das war eben auch damals, als ich Lutz kennenlernte. Wollte ich einen verheirateten Mann? Nein, es sprach auch eigentlich alles dagegen. Ich meine, ich lebend in Kapstadt, er in Hamburg, Kontinente haben uns getrennt. Wie gesagt, da passte eigentlich überhaupt nichts, wenn du das mal so vom normalen Verstand anschaust oder von der gesellschaftlichen Sicht her. Nein, aber es war genau das Richtige, weil ich dieses innere Wissen hatte und ich hatte das Calling meiner Seele bekommen, dass das richtig ist, dass ich dem nachgehen soll. Und was soll ich dir sagen? Mittlerweile sind wir 13 Jahre zusammen und das ist und führen eine ganz bezaubernde, glückliche, aber auch sehr herausfordernde Seelenpartnerschaft, weil wie gesagt, Seelenpartnerschaft, der ist nie Mickey Maus. Aber es lohnt sich wirklich und es ist eine ganz, ganz tiefe, wahre Liebe, die du leben kannst, weil du ja auch da zu dir kommst. Ne? Das ist ja, was ich immer sage, auch der Weg zu dir, um das zu leben. Also schau mal für dich, in welcher Motivationsenergie bist du gerade oder bei welcher Motivationsenergie fühlst du dich gerade angesprochen, sagst, boah, auf die habe ich Bock, die will ich gerade, die möchte ich haben, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Und gerade bei deinem Calling kannst du wirklich ganz relaxed sein, weil da wirst du richtig geführt. Da will ich nicht sagen, dass das nicht herausfordernd ist. Das ist sehr herausfordernd, weil alles sehr neu und sehr anders ist. Und gerade, wenn du auch das Calling bekommen hast, wie ich damals, in die weite Welt zu gehen sozusagen, oder auch wie wir das jetzt gerade gemacht haben, Lutz und ich, dass wir im letzten Jahr gesagt haben, wir gehen jetzt nach Kapstadt, bedeutet es auch ganz viel loszulassen, ganz viel aufzuräumen und sich auch von Sachen zu trennen, die man natürlich in all den Jahren gesammelt hat. Ist ja genauso bei einer Seelenpartnerschaft, beziehungsweise wenn du vorher in einer Ehe warst, hast du auch viel gesammelt und dir ein Nest gebaut hast und das dann aufzugeben. Das kostet viel Energie, weil wir sehr viel an diesen Dingen auch festhalten. Das ist sehr anstrengend, in Anführungsstrichen, aber es ist auch wie so eine Reinigung. Es ist auch, weil es war ja toll, was wir auch vorher hatten und das war auch schön, aber manchmal musst du etwas loslassen, um eben die Hände frei zu haben und etwas Neues zu leben, auf ein neues Level zu gehen, dir ein neues Kapitel in deinem Leben einfach aufzuschlagen, in deinem Lebensbuch sozusagen, um das zu leben. Und deine Seele weiß natürlich genau, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir Menschen haben so viel Angst und darum zerren wir und sagen, nein, ich will noch nicht gehen. Aber sich darauf einzulassen, du wirst merken, wie sehr du geführt wirst und auch diesen Prozess zu genießen und zu sagen, hey, wie cool ist das denn? Und ja, dann heule ich mal, weil ich vielleicht gerade etwas erschöpft bin, weil ich wieder so viel loslassen muss oder diese ganzen Sachen oder das alles neu ist und ich manchmal auch ein bisschen Angst habe oder so. Aber du wirst geführt und weil du dieses innere Wissen hast und
Das ist die beste Motivationsenergie, die du überhaupt dir gönnen solltest. Das ist dein Calling, im Einklang mit deiner Seele zu sein. Es ist am Anfang etwas ungewohnt, wie gesagt, aber es wird immer besser, je mehr du das praktizierst. Und dann brauchst du letztendlich nicht mehr unbedingt diese Energie. Ich zeige dir das oder ich muss das für andere machen, damit die mich mögen oder damit ich dies oder das letztendlich oder eine gewisse Lücke fülle, sondern dann kannst du eigentlich ganz relaxed im Einklang mit deiner Seele sein. Und wenn eine Herausforderung kommt, erstmal sagen, spannend, so mache ich es. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wie gesagt, schreib gerne in die Kommentare, was gerade deine Motivationsenergie ist oder welche du am coolsten findest. Ich bin da mega gespannt drauf und jetzt sende ich dir ein High Five auf dich und auf deine Seele und auf deine wundervolle Motivationsenergie, die du für dich aussuchst. Alles Liebe, love and smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss.